12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death? Pending. Konnichiwa, Anime und Game Otakus. Willkommen zu einem neuen Projekt. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Oh Gott! Das ist unser Hauptcharakter. Und wo zur Hölle sind wir, dass hier überall Leichen liegen? Er scheint überlebt zu haben, was auch immer. Er hat eine Wunde am Hals. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt Vampyr. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich weiß es nämlich gar nicht. Ich bin sehr gespannt. Es soll verschiedene Enden geben. Es ist sehr düster und wir gestalten den Schwierigkeitsgrad und wir gestalten ja unseren Weg, wie wir uns entscheiden, ob wir ihn blutig gehen werden oder nicht so blutig. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Kann ich noch nicht einschätzen, wie gefährlich ich werden möchte. Das Blut hier wird auf jeden Fall sehr krass markiert, also für uns, dass wir es sehr gut sehen. Oh nein, ich sehe schon. Oh oh. Die junge Dame wird wohl unser Opfer werden. Hallo. Es ist eine Frau? Oh nein, er wird sie umbringen. Weil er keine Kontrolle hat. Oh fuck. Ach du Scheiße. Ach, das ist ihr Bruder. Oder wieder. Mary. Oh, no. Mary. Hold on. Please, hold on. Oh, Alter. Er hat sie gar nicht erkannt, ne? Er hatte so einen Blutdurst. No. Sein erstes Opfer. Seine Schwester. Ich habe eigentlich eher gedacht, es ist die Frau oder so, aber ist genauso schlimm. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! Hey! These patrols are after me. No, don't shoot! This is a nightmare. Ja, das ist wirklich ein Albtraum. Die Musik finde ich echt schön. Ich muss sowieso noch gucken, ob es zu laut oder zu leise ist. This can't be happening. Over there! No, please stop. I mean you no harm. Aua, geht weg! Ich muss entkommen. What's going on? Kann ich nicht noch schneller rennen? Oh, Mary. What have I done? Dass sie hier tötet. Now, I can defend myself. Ich weiß gar nicht, wie man schlägt. Ach so. Bin weg. Ist gerade ein bisschen komisch mit der Steuerung. Ja, genau. Hat er wirklich nicht. So kann ich springen anscheinend. Wartet. Oder? Nee, das ist wie Ausweichen. Ich muss da... Ja, wir müssen auch gucken mit der Steuerung. Ja, das ist das Ausweichen. So. Das Tutorial. Ich weiß nicht, vielleicht verkacke ich das. Mal sehen. Es ist unfair, dass ihr auf mich schießen könnt. Das tut doch weh. Ja. Wir gehen mal weiter. Noch ist die Steuerung... Ich weiß nicht. Irgendwie ist es mit dem Kämpfen etwas komisch gerade. Oder ich muss mich einfach nur dran gewöhnen. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's sake? I'll do the rest of the job. Just leave me. Ui. Das Sonnenlicht wird uns also auch eliminieren. Ach du Scheiße. It feels like it's burning me to the bone. Gewisse Elemente wie Feuer und Holz verursachen angesammelten Schaden, der den Höchstwert deines Gesundheitsbalken verringert. Ja, ganz toll. Das fehlt mir jetzt auch noch. I need to find somewhere to hide. It's locked, all right. Let me go! Toll, der hat da eine Feuerwaffe. I need to find shelter. Ah, okay, so kann ich rennen. Da oben ist die Ausdaueranzeige. Mhm. Ich wette mal, das ist zu. I cannot enter. Wir werden gesucht. Wir müssen hier sofort weg. Is anybody there? What is this place? Er ist ja selber zum Opfer gefallen von einem Vampir. Man sieht ja die Halswunde. Place seems abandoned. I should be safe enough here. Hm. Was ist das hier? Ein Bild. Brother, what have you done? Mary. Oh, jetzt hat er Flashbacks. Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Naja, du hast es ja angetan und derjenige, der dir das angetan hat, den musst du finden, das stimmt. Aber du hast sie ja gekillt. Aber nicht mit Absicht natürlich. Blutsauger fürchten sich nicht vor der Sonne oder Feuer und sie verbrennen auch nicht oder werden zu Asche, wenn sie Tageslicht abbekommen. Aber es tut ihnen wirklich höllisch weh. Ich habe mal persönlich einen Vampir an einem Baum gebunden, um zu sehen, was passiert, wenn die Sonne aufgeht. Seine Haut schwärzte sich in ein paar Minuten, als ob er von innen verbrennen würde. Seine Augen und sein Fleisch schmolzen und ich sah, wie sich seine unheiligen Knochen bewegten und quietschten, als das Monster den ganzen Tag versuchte, freizukommen. Am Ende war es nur noch eine ausgetrocknete Leiche, die sich aber wieder erholte, nachdem die Sonne hinter dem Horizont untergegangen war. Okay, wir sterben also nicht. Ich schnitt ihm den Kopf ab, um ihn schlussendlich zu vernichten. Als ich dasselbe mit Feuer versuchte, verkohlte ein anderer Blutsauger für immer zur Asche. Feuer ist die Waffe unserer Wahlbrüder. Man tötet die Biester am besten, indem man sie verbrennt. Ja, na toll. Aus. Kennt eure Feinde von Karl Eldridge, Anführer der Wache von Priven. Oder Priven. Okay. Mein Leben sieht echt nicht gut aus. Blut, Stufe, aktiv, Kräfte habe ich auch noch. Ach du heilige Kacke. Das wird ziemlich interessant werden, was für einen Weg ich einschlagen werde, oder? Bin sehr gespannt. Flasche mit Alkohol, da ist eine Leiche. Uiuiui, die liegt aber da eine Weile, oder? This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible. Aber wer hat denn... Ich weiß nicht. Irgendjemand schleicht ja hier auch rum und tötet alle. Das sind nicht wir gewesen. Aber wir kriegen jetzt die Schuld, weil sie uns gesehen haben. Bei Mary. Der Arm. The sun is high. I cannot leave now. Stimmt, wir müssen uns ja verstecken und wir werden jetzt natürlich gesucht. Die haben es jetzt leider etwas einfacher, weil sie müssen nur in dunkle Orte suchen, wo wir uns verstecken. Das ist etwas doof. Gucken wir mal in den Spiegel, wie wir aussehen. Oder die Wunden am Hals. 12 dreams for the Red Queen that sleeps under crown of stone, that she might linger longer, her eyes as white as milk. Who goes there? A prayer for the summoned by warrior song. A child born from darkness must take scent of his. Who's there? Are you referring to me? No. No. I still have so much to accomplish. Der hat uns eiskalt einfach ausgesaugt. Also nicht ganz ausgesaugt, wir leben noch. Wollte er uns verwandeln oder hat er es ein bisschen verkackt, uns zu töten? Das ist jetzt die Frage. Noch eine Leiche. Der hat sich selber umgebracht anscheinend, oder? Also sieht so aus, da ist eine Waffe. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! There's time. I can save him. That's the enemy. Er ist ein Arzt, deswegen sehen wir jetzt die Szene. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Er hat so viele Flashbacks gerade. Eine Kugel ist drin. No, it never got easy. Abgenutzter Revolver. Blutiges Tagebuch. Ja, ist ja schön, dass es blutig ist. 15. Oktober, schlecht geschlafen. Becky hat die ganze Nacht lang gehustet und das Fieber lässt sie fantasieren. Am Morgen hörte ich großen Lärm. Es kommt von einer riesigen Maschine, die ein paar Männer zum Ufer gebracht haben, um ein großes Loch zu graben. Eine Art Schaufellader. Vielleicht könnte ich zu ihm gehen und nach Arbeit fragen. Becky braucht Medizin. 16. Oktober. Ich habe mit den Männern am Schaufellader geredet. Sie sagten mir, dass sie überall in London Massengräber graben. Offenbar Vorsichtsmaßnahmen. Gibt es eine neue Epidemie? Kommt die Grippe zurück? Sie hatten keine Arbeit für mich. Becky hat letzte Nacht etwas geschlafen. Die Gießerei wurde geschlossen und es gibt keine Arbeit mehr. 19. Oktober. Ich ging nach London, um ein paar Lebensmittel und Medikamente zu finden. Keine Züge. Es hat den ganzen Tag gedauert, über die Themse und zurückzukommen. Becky scheint es besser zu gehen. Ich habe Suppe gekocht, das sie gegessen hat. Medizin habe ich keine gefunden, nur ein paar Spritzen und Schlaftabletten auf dem Schwarzmarkt. Wir haben kein Geld mehr. Vielleicht schaffe ich es morgen, ins Pembroke Hospital zu gehen. Es ist aber so weit weg und ich habe Angst, meine Frau so lange allein zu lassen. 19. Oktober. Becky hat sich ein paar Stunden nach dem Essen übergeben. Sie ist inzwischen so schwach, dass ich weinen möchte. Sie sagt, bei Nacht höre sie draußen Stimmen. Sie sagt, sie möchte Fleisch essen. Wo soll ich Fleisch hernehmen? Morgen werde ich das Haus gegen Plünderer verbarrikadieren. Ach du Kacke. 21. Oktober. Die Männer mit dem Schaufellader haben aufgehört, das Massengrab auszuheben. Ich habe letzte Nacht Schreie gehört, als ob sie angegriffen wurden. Jetzt gibt es nur noch Boote, die Tag und Nacht Leichen in die riesigen Löcher werfen. Ins riesige Loch werfen. Der Gestank ist furchtbar. Wir hatten das Haus schon vor einer Woche verlassen sollen. Doch Becky, sie weigert sich zu gehen. Sie würde lieber sterben, hat sie mit einem scheußlichen Lächeln gesagt. Wieso quält sie mich so? Ich weiß es nicht. Das ist ein langes Tagebuch. 22. Oktober. Becky hat mich eben angefallen. Sie hat mir von der Treppe aus angesprungen und hat versucht, mich zu beißen. Ich musste sie schlagen und sie hat zurückgeschlagen. Ich bin nach oben geflüchtet und habe mich ins Schlafzimmer eingesperrt. Ich höre sie jetzt unten jammern und etwas murmeln. Ich habe die Waffe geholt, die ich seit dem Krieg zum Schutz des Hauses über die Zimmerdecke versteckt hatte. Ich bin jetzt tatsächlich bereit, sie einzusetzen, um mich vor meiner eigenen Ehefrau zu schützen. Ach du Scheiße. 23. Oktober. Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Becky hat die ganze Nacht hindurch an der Tür gekratzt, um Hilfe gebeten und angefleht, sie zu öffnen, aber ich habe zu viel Angst. Ich warte jetzt nur noch auf ihren Tod. Es dauert nicht mehr lang. Ich bete, dass Gott es bald beenden wird. Alter Falter. 24. Oktober. Heute Morgen war ich so hungrig, ich habe versucht runterzugehen. Becky hat sich im Sessel beim Kamin sie hat am Kamin gesessen. Sie hat wie ein Hund gehechelt und mich beobachtet, ohne sich zu bewegen. Nur ihre Augen sind mir durch den Raum gefolgt. Ich habe mit der Waffe auf ihr wundes Gesicht gezielt, doch sie hat nichts getan. Ich konnte nicht abdrücken. Ich bin zurück in mein Zimmer gegangen. Der 25. Oktober. Das Haus ist still wie ein Grab. Keine Geräusche mehr. Becky ist jetzt tot. Vergib mir, meine Liebe. Ich konnte dich nicht retten. Ich werde früh genug wieder bei dir sein. Oh. Er konnte sie nicht töten und dann ist er ihr hinterhergegangen und hat sich erschossen. Das war also Becky da unten. Ach du Kacke. Na gut, dann würde ich sagen, ist hier eine gute Stelle für einen Cut. Ich werde dann ins Bettchen hier gehen. Wir sehen uns im nächsten Part, schaltet dann wieder ein und bis dann!